Also du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden außer Allah. Und du bezeugst, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Und auf Arabisch heißt das jetzt vom Herzen, aus voller Überzeugung, Ashhadu an La ilaha La ilaha La ilaha. Nee, kein Problem, langsam. Also Ashhadu. Wir machen das gemeinsam, kein Problem. Okay. Ashhadu Ashhadu an an La ilaha La ilaha La ilaha La ilaha illallah illallah wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah Allah. Ja, jetzt bist du offiziell Muslimin geworden, Schwester. Dankeschön. Ja, also ich gebe mein Bestes, ich werde alles machen dafür. Inshallah. Bitte immer Allah darum, dass Allah dir die Stärke gibt, dass du eine gute Muslime sein wirst. Ja. Dass du inshallah auch bald anfängst mit dem Gebet und mit den Pflichten, die uns Allah auferlegt hat. Ja. Inshallah, inshallah. Ja, dann verabschiede ich mich. Ja, und eine Frage noch. Wegen dem Koran bei Ihrer Website habe ich gesehen, dass man bei Ihnen den deutschen Koran bestellen kann. Ja, schick mir bitte deine Adresse. Ja. Dann schicke ich dir inshallah ein Paket mit Koran und ein Gebetsbuch. Okay. Inshallah. Dankeschön. Und gib mir den Bruder, der nebenan sitzt, der traurig ist. Ja, okay, einen Moment. Okay, Schwester. Hallo? Ja, assalamu alaikum. Alaikum salam. Bruder, wir sagen la hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe gehört, dass dein Vater gestorben ist. Möge Allah ihn erbarmen und inshallah all seinen Sünden vergeben und dass er ihn inshallah ins Paradies durch seine Barmherzigkeit führt, inshallah. Ich kann dir nicht sagen, dass du nicht traurig sein musst und sein darfst, denn das ist normal und das ist das Leben, Bruder. Ja. Aber denk daran, wir werden alle sterben. Ich so. Und Alhamdulillah, der Muslim weiß ganz, ganz genau, was ihn erwartet. Und das Wichtigste, was du machen kannst, wenn du jetzt weinst, das hilft ihm nicht. Einfach nur Bittgebete machen und immer sagen, oh Allah, erbarme ihn. Oh Allah, mache sein Grab wie ein Paradiesgarten. Das kommt bei ihm, inshallah, an. Inshallah. Inshallah. Und nicht vergessen, ich hoffe, du betest. Ja, Bruder. Immer wo ich hingehe, was ich mache, sie kommt mal vor den Kopf. Du denkst sehr. Du denkst sehr oft an deinen Vater. Ja. Ja, aber guck mal, Bruder, du kannst deinem Vater sowieso nicht helfen. Der ist bei Allah jetzt. Sehe zu, dass du selber gute Taten verrichtest, dass du inshallah am jüngsten Tag ins Paradies geführt wirst. Denn du weißt, am jüngsten Tag stehen wir alle vor Allah und keiner haftet für die Sünden ein anderer. Das heißt, du musst den Islam richtig praktizieren, damit du inshallah am jüngsten Tag ins Paradies geführt wirst. Du weißt, dieses Leben ist nur eine Prüfung. Allah hat uns erschaffen, um uns zu prüfen. Und Allah hat uns erschaffen, um ihm zu dienen. Ja, wenn wir ihn richtig dienen, dann werden wir am jüngsten Tag belohnt werden mit dem Paradies, inshallah. Inshallah. Deshalb musst du darauf achten, auf dein Gebet, Bruder. Hör auf mit Alkohol. Du siehst, es gibt so viele Alkoholiker hier in Deutschland. Ich weiß.
Und das passt nicht zu einem Muslim. Allah hat uns mit dem Islam geehrt. Und der Islam gibt dir die innere Zufriedenheit, die innere Ruhe. Alkohol gibt dir nur die Verlorenheit. Achte bitte darauf, Bruder. Es gibt so viele Menschen, die hier verloren sind durch Alkohol. Ja. Durch das Gebet, Allah wird dir die Kraft geben. Allah wird dir die innere Ruhe geben. Damals auch getrunken und nachher hat er schon, dass er nicht mehr trinkt, hat aufgehört, fast für immer. Und nach, als er hat aufgehört, Alkohol zu trinken, da hat mein Vater 11 Jahre nicht mehr getrunken, Alkohol. Hat er aufgehört, dass man war immer zu Hause, dass immer zu Hause gesessen hat, Namaz. Also dein Vater hat vorher Alkohol getrunken und dann hat er aufgehört? Hat aufgehört, er hat 12 Jahre kein Alkohol mehr getrunken. Und hat er aufgehört und hat angefangen zu beten? Ja, Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah, das ist ein gutes Zeichen, ja. Denn Allah ermöglicht, das nicht jedem Tauber zu machen. Ja. Und wenn er vor seinem Tod Tauber gemacht hat und angefangen hat zu beten, Alhamdulillah, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Jetzt musst du dich selber retten und auf den geraden Weg bleiben. Inshallah. Und nicht beeinflusst werden von der Gesellschaft, Bruder. Also, es gibt keinen Mensch, der Alkohol trinkt und zufrieden ist. Das ist nur Betäubung. Und das kommt alles vom Satan. Versuch mal zu beten, versuch mal Koran zu lesen, versuch mal immer in die Moscheen zu gehen. Dort sind Brüder von dir, wahre Brüder. Auf der Straße gibt es keine Brüder, die mit dir Alkohol trinken. Das sind Satane. Nur in der Moschee sind deine Brüder, die sind bereit, dir zu helfen. Und die erste Tür, die du klopfen musst, ist Allahs Tür. Ja. Dass du anständig wirst, dass du anfängst, inshallah, zu beten, den Islam richtig zu praktizieren. Und du wirst die innere Ruhe in deinem Herzen haben, inshallah. Inshallah. Wie alt bist du? Ich bin 21. Du bist 20 jetzt. Ja. Ja, wie gesagt, Bruder. Und dein Vater ist letzte Woche gestorben? Nein, mein Vater ist vor 9 Monaten ist mein Vater gestorben. Vor einem Jahr? Vor 9 Monaten, also kann man, ja. Ja, also wie gesagt, Bruder, dein Vater ist bei Allah jetzt und er bekommt seine Taten zu sehen, was er in diesem Leben gemacht hat. Jetzt, ja. Jetzt bist du dran. Ja. Und wir sind alle dran. Deshalb dürfen wir keine Sekunde verlieren. Wir müssen Allah richtig anbeten, wir müssen Allah richtig dienen, damit wir kein schlechtes Ende haben. Und inshallah, wenn du Fragen hast, wenn du Probleme hast, ruf uns immer an. Wir sind dein Bruder. Ja, ja? Okay, danke schon mal. Bitte, bitte, Bruder. Okay, dann sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da gibt es jemanden, der in der Nähe ist, der mit mir reden will. Ist keiner mehr. Nee. Okay, alles klar dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tschüss.